Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Hier immer noch auf der Osteuropa-Map. Und wie ich schon angekündigt habe, werde ich jetzt mal so ein bisschen die DLCs vorstellen, die kostenpflichtigen und die kostenlosen. Und da fange ich einmal mit dem JCB-DLC an. Das könnt ihr auf Steam, also für die Steam-Edition kaufen und für die normale PC-Version gibt es das aber leider nur direkt bei Giants, also nicht über irgendwelche Drittanbieter. Aber da ist es auch zu kaufen. Und es ist auch nicht teuer. Wie viel, weiß ich jetzt nicht genau. Aber egal. So, auf jeden Fall. Diese Maschinen hier sind drin. Alles, was hier so orange leuchtet. Das wäre einmal dieser Teleskopradlader. Im ersten Moment wie ein normaler Radlader, aber Teleskop. Teleskop, genau. Kennt vielleicht der eine oder andere vom Weidemann aus der Vorgängerversion aus dem Landwirtschaftssimulator 2013. Gab es den ja als Weidemann. Und das ist ein System mit dem Teleskopradlader, was sich mittlerweile ja durchgesetzt hat, weil man ja eine größere Höhe hat. Übrigens, das Modell heißt TM320S von JCB aus England. Und das ist der kleine oder der mittlere Radlader ja eigentlich, oder Lader, der im DLC enthalten ist. Dann haben wir den hier, den JCB 435S, einen relativ großen Radlader mit 230 PS, also auch größer als der Liebherr, der ja standardmäßig dabei ist. Sieht so aus. Das ist der Radlader, also schon ein recht großes Gerät. Es sind allerdings keine Anbaugeräte dabei, also keine Schaufel, keine Palettengabel, keine Mistgabel, keine Ballengabel, nichts dabei. Also da müsst ihr dann die vom Liebherr dann nehmen. Die läuft dann, glaube ich, eh unter Lizard, glaube ich. Wäre natürlich gut gewesen, zum großen Radar da auch eine große Schaufel hinzuzufügen, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwie. Das wäre der. Und dann haben wir hier ein komplett eigenes Modell mit komplett eigenem Anbaugeräteprogramm. Nämlich einen JCB-Kompaktlader, kennt vielleicht der ein oder andere auch von der Firma Bobcat. Und das ist natürlich ganz gut gemacht so. Hat für die Größe eigentlich eine recht große Hubhöhe, wenn man das so anschaut. Ich weiß nicht, ob man auf den ganz großen Anhänger drauf kommt. Weiß ich, muss ich ausprobieren. Denn so lange habe ich die DLCs jetzt noch nicht, dass ich schon alles ausprobiert habe. Aber wie gesagt, es gibt das komplette Produkt. Programm. Wir haben einmal hier eine Stumpffräse, um die Baumstümpfe wegzumachen. Dann haben wir einmal eine Palettengabel, einmal eine Silozange und Mistzange. Das beides ist das gleiche. Dann einen Ballenspieß. Also keine Ballengabel, sondern einfach nur ein Spieß, mit dem man in den Ballen reinsticht. Dann eine Schaufel und eine Polterzange zum Baumstämme transportieren. So, das ganze Ding hat natürlich nur 20 km/h Endgeschwindigkeit, aber man kann viel Spaß damit haben, vor allem da es einen recht kleinen Wenderadius hat, ist es extremst wendig. Und man kann nämlich solche Sachen hier machen. Mal schauen, geht's rückwärts auch. Aber selbstverständlich. So, jetzt ist allen schlecht, wunderbar. Ach ja, was ich hier noch sagen wollte, wir haben hier natürlich eine Endgeschwindigkeit, sieht man unten am Tacho. Von 51 km/h, also 50 km/h. Hier 40 km/h ist schon ganz ordentlich. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zu der Sache, was ich natürlich recht schön finde. Es sind auch zwei Fast Trucks enthalten. Und das sind die schnellsten Traktoren eigentlich der Welt. Einmal das kleine Modell, fangen wir mal hier an mit dem 3230 von JCB, einen Schlepper mit 230 PS, müsste stufenloses Getriebe haben.
Müsste ja. Mit einer Endgeschwindigkeit von 71 km/h. Ihr habt richtig gehört, 71 km/h. Das hat eigentlich keiner, hat eigentlich nur JCB. Diese Geschwindigkeiten ist natürlich auch schwierig dann zu fahren, denn die Anbaugeräte müssen dann auch auf die Geschwindigkeit zugelassen sein. Und ihr braucht dann auch einen besonderen Führerschein, denn die Führerscheinklasse T, also der normale Traktorenführerschein, geht ja nur bis 60 km/h. Und ab 61 km/h braucht ihr dann die Führerscheinklasse C und den CE. Das wäre dann der LKW, also LKW-Zugmaschine und LKW mit Anhänger, das wäre der CE. Das ist leider von der Gesetzgebung so, aber naja. Wie gesagt, für das 71 km/h Modell bräuchten wir jetzt einen LKW-Führerschein mit LKW-Anhängerschein. Gibt es natürlich auch als 60 km/h, 50 km/h und 40 km/h Modell. Muss man natürlich nur sagen. Dann gibt es andere Getriebevarianten für die verschiedenen Geschwindigkeiten. So, ist natürlich recht schön gemacht. Wie gesagt, das kleinere Modell mit einem Akku-Sisum-Motor, der auch hier bei dem Modell verbaut ist, nur natürlich eine Nummer größer. Bei dem 8310 von JCB mit 310 PS. Sieht natürlich, wenn man den so anschaut, sieht schon recht schön aus. Und vor allem schön bullig, schön groß. Sehr schön. Auch hier 71 km/h Endgeschwindigkeit. Ist natürlich recht schön. So, ich demonstriere das mal. Nehmen wir mal den großen. So. 69, 70, also 71 geht ja nicht ganz, aber 70, das reicht auch, drehen wir mal um, denn den brauchen wir dann im nächsten Video gleich. Zu Demonstrationszwecken. Aber wie gesagt, mit dem Führerschein, das ist so eine Sache, denn man kann ja auch einen LKW auf einen landwirtschaftlichen Betrieb zulassen und auf 60 km/h drosseln, dann dürfte man den auch mit der normalen Führerscheinklasse T fahren. Aber es macht keiner, weil 60 km/h, da kann ich genauso mit dem Traktor fahren. Also, was soll's. So, das war, wie gesagt, das JCB-DLC. Das ist ein Paket, da ist das alles mit drin. Könnt ihr bei Giants und bei Steam erwerben. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten. Da machen wir nämlich da hinten weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.